am besten immer eine Kokosnuss parat haben. Man kann ja nie wissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Adventure Wii. Genau. Ja, im letzten Part konnten wir noch diesen Jonglier-Djinn besiegen und haben uns dann nochmal im Sternkreuzer-Lore umgesehen. Nachdem wir halt die Flügel da hinten auch erhalten haben. Und ja, dann haben wir halt die dritte Welt freigeschaltet und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns da mal die erste Stage an. So. Nochmal das Mikrofon zurechtgeschoben und... Was erwartet uns nun hier? Yay! Auf jeden Fall haben wir hier eine Menge Wasser. Ob es hier schon ein Secret gibt? Ui! Hier gibt es dann bestimmt... Ich glaube nicht, dass die Perle hier irgendein Secret ist. Nee, das ist einfach nur so Zierde. Kann man hier hoch? Komm mit Dauerbrille, aber trotzdem nicht aufgesetzt. Ah ja. Ich könnte wetten, hier erscheint ja dein Boss bei der Perle. Oh. Ich hätte gedacht, das wäre Hintergrund. See what you did there. Ah, die Welt. Diese Mini-Oberweltkarte hier für die paar Level, die ist aber ganz winzig. Da haben sie ja hier die Level auf engstem Raum zusammengequetscht. Also die Türen dafür. Naja, nichtsdestotrotz schauen wir uns mal Stage 1 an. Also eben erinnert mich ja der Stil ziemlich stark an Donkey Kong Country Returns. Oh. Na klar. Finde ich auch witzig, wenn man sich vor den Stein stellt, sieht es jetzt aus, als würde Kirby den Hintergrundstein da einsaugen. Obwohl er ja im Hintergrund ist. Und so wie man aufhört, ist es weg. Aha, gleich mal eingesaugt. Ich dachte, es passiert was, wenn man so einen Fisch einsaugt, aber da habe ich mich doch geirrt. Ja, am besten immer eine Kokosnuss parat haben. Man kann ja nie wissen. Ja, der Fisch kommt gleich wieder. Kann Kirby hangeln? Geil. Das hat was. Sieht zwar ein bisschen sehr seltsam aus, aber naja. Oh, Eis. Eisfähigkeit. Oh, jetzt. Das ist auch nicht schlecht. Na, okay. Hier hätten wir es sogar noch gekriegt. Naja, kann ich alles haben. Oh. Aber man kann leider nicht beim Hangeln hier. Oh, oh, oh. Komm zurück. Naja. Gucken wir uns einfach eine neue. Yay. Oh. Da hat mich mein eigenes Voice-Pan abgelenkt. Oh, extra neben. Nee, brauchen wir nicht. Ich muss mich mal kurz räuspern. Das war eher ein Husten als räuspern. Aber naja, ich hoffe, ich halte jetzt mal den Rest des Partys noch durch. So, was haben wir denn hier? Oh, Monster. Kokosnuss. Oh, ich futtert Kirby auf, kein Ding. Wow, wow. Monster Kokosnuss macht monstermäßig Aua. Werke. Können wir uns wieder einen Teil des Levels angucken, den war eigentlich auch... Ja. Das finde ich aber seltsam, warum sie sowas einbauen. Aber es ist was Neues. Ist eine Marktlücke, die auch geschlossen werden musste. Wer braucht schon die Fähigkeit da? Ich habe einen Schirm. Ach, jetzt geht's hier wieder runter. Ach so. Das hat sich ja dann gelohnt.
Ja, ich hoffe, ich verpasse hier nichts. Mich wundert sowieso, dass wir noch kein einziges Zahnrad in diesem Level gefunden haben. Ach, warte, du sind auch mit von der Partie. Das freut mich aber. Wow. Gibt's hier echt nichts anderes als runterschweben? Man merkt, dass Nintendo mit diesem Spiel doch eine etwas andere Zielgruppe im Auge hatte als, mein Alter, sage ich jetzt einfach mal. Ah, okay. Ach, schade. Ja, einfach mal gefuttert. Ins Wasser springen. Wieso auch nicht? Wow. Guck nur her hier. Oh. Kann ich gar nicht einsaugen. So viel dazu. Om nom nom. Naja. Als ob solche komischen Fische da Curry was anhaben könnten. Sind das Robben oder was? So ein Robbenkäfer. Moment, was mache ich denn hier? Ich will die Steine da wegkloppen und gucken, ob da was kommt. So. Nein, so. Okay. Jetzt ist Kirby wieder im Schwimmreifenmodus. Leider nicht mehr. Ah, Tornado Kirby. Na toll, hier hätte ich sie wieder gekriegt. Ah, Fähigkeit. Wann war das? Okay. Irgendwie finde ich hier gar keine Zahnräder. Das ist aber auch nicht der Sinn der Sache, würde ich mal sagen. Einfach mal allen die Hütchen weggenommen. Oh Mann, immer diese Explosionen. War vielleicht hier oben keine Zahnrad? Oder habe ich die Mächte verguckt? Nee, scheine ich mich verguckt zu haben. Schade, dass man hier nicht dann drauf kann. Das wäre ja ein schönes Secret. Da würde kaum einer auf die Idee kommen. Denke ich. Seltsam. Ich glaube, das wird das erste Level sein, wo wir gar keinen Zahnrad finden. Haben sie ja mal sehr gut versteckt. Also, wenn ich welche übersehen haben sollte. Oh, Sperr-Kirby. Oha. Jetzt sind wir hier bei 300 und gehen mit unserem Speer rum. Ah. Gerade sieht Kirby auch ein bisschen barbarisch aus, du. Ja, Schaukelwaddel-du. Naja. Du wolltest dich mit mir anlegen. Ah, das. So habe ich das doch gerne. Ah, ich gucke am besten hier mal im Wasser. Na, okay. Da hätte sich ja auch was verstecken können. Ja, erstmal wieder ein extra Leben abgesahnt. Ich will mal gucken, was ich hier. Wow. Immer das Wasser überprüfen. Lautet die Devise. Aber ich wundere es immer noch. Aha, Secret. Komm, hier muss doch mal. Ah, da ist ein Zauberzahnrad. Was ist da die Schwierigkeit? Es geht eigentlich. Ich versuch's mal. So schwer ist es doch eigentlich gar nicht. Ich muss doch einfach nur da Schüsse nehmen und loslaufen. Hä? Wieso springt denn der nicht? Kann er nicht springen mit Schlüssel? Doch, kann er. Seltsam. Geht doch. War jetzt nicht so schwer eigentlich. Frage ich mich, warum es nicht geklappt hat. Oh, es ist erst das erste Zahnrad. Da haben wir ja noch gute Chancen.
Aber es zeigt auch, dass der Level wohl noch sehr lang ist. Oder es kommt da wieder so ein komischer Boss. Na, wenigstens sind wir jetzt voll aufgeheilt. Also hat das Sterben doch was Gutes. Oh Mann. Ich dachte, wir wären noch vor dem geschützt. Oh. Natürlich. Okay. Ja, der kann sich da jetzt noch einen abfreuen. Die Kokosnuss da ist wieder da. Bringt uns alles hier nichts. Würde ich mal sagen, gucken wir hier rein. Ah, bis jetzt sind wir doch noch gut dabei mit den Zahnrädern, wenn das jetzt das erste war. Können wir nicht einsaugen. Naja. Hä? Sandburg? Schade, ich dachte, die könnten wir jetzt kaputt machen. Das wäre witzig. Hier bräuchten wir eine Fähigkeit. Die wir irgendwie nicht erhalten haben. Hä? Oder kriegen wir die jetzt und müssen dann dran denken, wieder zurückzukehren? Seltsam. Okay. Ich frag mich auch, warum wir jetzt kaum noch Energie haben. Irgendwie passt da was nicht. Aber naja. Alles Fragen über Fragen, die man nicht beantworten kann. Ah! Super! Eisdübi. Ja. Wir können sogar Feuer einfrieren. Wow, wir haben Waddle die eingefroren. Ich wette, so können wir bestimmt wieder so eine Parallelwelt eröffnen. Hör, der Typ ist auch wieder da. Okay, ich schütte einfach mal. Oh, Essen. Schon sind wir wieder aufgeheilt. Einfach mal so oft wie es geht. Das macht ja irgendwo auch Spaß. Wow. Einfach mal wieder einsetzen. Okay. Und nochmal. Weil es zu teuer war. Yay. Wow, Riesen. Sandschloss. Schade. War gar nichts Geheimes hier. Hätte ich jetzt aber erwartet. Naja, kann man nichts machen. Vielleicht müssen wir die doch noch behalten und hier gibt's dann die geheime Parallelwelt. Oh! Yay! Das haben sie aber jetzt gut konstruiert, finde ich. Das macht Spaß. Ah, hier ist noch ein monstermäßige Sandburg. Ah, hier ist die Parallelwelt. Ich würde sagen, wir rollen einfach noch ein bisschen weiter, nicht, dass wir noch weiter hinten was verpassen. Ja, ich glaube, hier verpassen wir nicht mehr so viel. Aber einfach nur aus Prinzip. Oh. Jetzt haben wir alles platt gewalzt. Ist hier Ende? Ja, da ist Ende im Gelände. So, Fähigkeit brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Das geht sogar so, hätte ich nicht gedacht. Oh, jetzt haben wir auch mal die Musik. So, hoffen wir mal, dass diese Parallelwelt jetzt nicht so bizarr ist wie die letzte, wo wir so glorreich uns geschlagen haben. Oh, jetzt kommt mal die böse Wand von oben. Schneller, schneller, schneller! Ja. Das ist auch mal eine Neuerung. Gefällt mir schon. Okay. Es ist eigentlich immer ziemlich knapp, muss ich sagen. Wow. Und dann warten die ja auch noch. Also, wartet die Plattform noch so lange, bevor sie endlich runtergeht. Boah. Hier ist jetzt noch Wasser. Auch nicht schlecht. Ja, jetzt drei verschiedene Größen an Starkies. Wieso auch nicht? Man muss ja immer zu was Neues bringen. Extra Leben.
oh, 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 oh. Hätte ich gar nicht gedacht, dass man dann darauf steht. Oh. Naja, es geht eigentlich immer noch. Es sieht zwar immer relativ knapp aus, ist es aber gar nicht mal so wirklich. So, den gibt es natürlich auch nochmal in der Nummer größer. Wie hätte es auch anders sein können? Wow. Ah, das war mir dann noch zu riskant, da oben dann noch was einzusammeln. Wow. Das war ja schon fast knapp. Das Fleisch brauchen wir nicht. Was nehmen wir denn mal? Wirbelsturm-Kirby zum Kampf? Ach, schade, jetzt habe ich doch das Fleisch eingesammelt. Nee, ich würde sagen, wir nehmen Schwert-Kirby. Cool. Ach, der schießt auch was. Na, dann ist ja gut. Fernwaffen sind hier in diesen Kämpfen sowieso immer besser. Das wäre ein Spuk schon wieder. Ja. Ja. Oh, Mist. Ich glaube, wir bleiben beim Einsaugen. Wow. Wenn der hier seine schönen Kugeln da wirft. Ach, Mist. Muss natürlich auch mal treffen. Das zieht wirklich viel ab. Wow. Oben bleiben. Wow. Diese Attackenkombi missfällt mir. So, jetzt werfen wir mal ein paar tolle Kugeln. Einmal noch. Mist. Mist. Ah. Wow. Die Attacke ist mies. Immer ausweichen. Mist. Geht doch. Ja, so langsam kann ich mir doch eine Technik erarbeiten. Haben wir doch noch alle Zahnräder gefunden. Hätte ich ja zu Anfang des Partys nicht gedacht. Aber der Part ist doch ganz schön lang geworden. Hätte ich auch nicht gedacht. Maxi-Tomate haben wir ja auch so nötig. Dann war das erste hier ein bisschen zu früh. So. So, komm, jetzt mal hier Bonussprung mal ein bisschen besser machen. Ah, Mist. Ah, wenigstens sind wir schon mal im Weltall. Wir sehen Sternschnuppen im Hintergrund. Yay. 15 Sternsplitter. Ah, oh, es würde nur ein Zauberzahnrad fehlen für das zweite Minispiel. Ich würde mal sagen, das testen wir im nächsten Part an, nachdem wir diese Welt hier, also diese Stage gemeistert haben. Gehen wir mal das Minispiel an. Also, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wem es gefallen hat. Wenn ihr wollt natürlich. Nur wenn ihr wollt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.